Raffiniert. Platz hier. Platz hier. Oh. Ui. Okay. Hat sich eben so erledigt mit dem Bolter. Was zum Henker war das für ein Ding? Der war aber so regungslos kurzfristig. Ich hab da gesehen, so wird er erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt? Ein Gegner direkt von meiner Nase? Kann ich ja gar nicht meine immer treffen im. Ja, Kugeln schließen. Okay, auf zur Seilbahn. Hängt sie höher, hängt sie höher. Ja. Gnäscher-Munition und noch mehr Munition, die wir nicht verwenden können. Gut, diesmal nehme ich wieder die Bolter. Und hoffe mal, dass jetzt nicht auf Anhieb gleich so. Na? Uiuiui, die nehmen wir doch gerne. Dann können wir auch mal ein paar Gegner verbrennen in dieser Brandgranate. Wobei sie mir eher, ich glaube, ich würde schon fast so eine Emulsionsgranate nennen wegen, ne? Das Zeug tut den Menschen wie den Viechern nicht wirklich gut. Wenigstens etwas. Na los, werfen wir sie an. Soll ich da drauf schießen oder was? Nö. Anlasser. Na, muss ich hier ins Getriebe schießen hier. Dann rein da, schneiden wir das Ding los. Ja, oh, schön, dass du auch mal ein bisschen Platz machst hier. Das ist alle raus. Raus hier und mach, dass das Ding wieder läuft. Die gute Seilbahn. Kontrollpunkt. Ja, macht aber Platz hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeiner von wirklich auch platt gemacht habe. Ob das einfach nur immer der finale Rettungsschuss meiner Kumpadrin war. Ist auch im Endeffekt nicht wirklich wichtig, denn das Endergebnis ist das gleiche. Der Gegner ist in Fetzen zerfallen. Ja, aber ich mag die Pistolen nicht so. Ich brauche lieber irgendwas, was automatisch und mit viel Ausmaß hier rumzimmert. Yeah. Komm her, du Mistvieh. Was ist Sam, oder? Sam? Na toll, die Anja. Natürlich, die Anja war. Ah, komm, Flinte macht mehr Sinn gegen so Mistviecher. Ja, bam. Und noch einmal hier. Jupp. Tja, sehr schön sogar. Direkt wieder volle Munition. Das sieht danach aus, wir könnten da gleich wieder welche durchkriechen. Oder auch nicht, weil ich jetzt auf der anderen Seite davon bin. Da haben wir es doch. Hab die Lancer raus hier gleich. Ein Mulcher. Stimmt, diesmal nehme ich den auch. Den letzten haben wir einfach da hinten liegen lassen. Keine Ahnung, wo das genau war. Und jetzt durch die Scheiße hier. Durch damit. Das hat geklappt. Bereit. Und jetzt schnell den Mulcher in die Hand. Der Mulcher. Oh. Ha, die können doch ganz schön auf den Sack gehen, diese Mistviecher. Ja, geh mal ein bisschen. Na? Ah, pures Gemetzel. Die ganzen Konfettifetzen, die hier so rumfliegen durch die Viecher.
Oh. Kille Alaf! Ne, da wäre nicht so gut, dann lasse ich lieber. Jo, hier hoch sollen wir, aber nee, da oben ist ein Dach, da lang sollen wir. Soll ich das Ding damit? Ja, komm, da bleiben wir zumindest leer. Und das nicht zu knapp. Irgendwann muss die Flut ja enden, da können wir ruhig entgegenlaufen. Doch, hier lang. Wir müssen ja wieder zurück. Macht ja Sinn. Ja, mein Gott, sagt er doch. Ja, sonst labert ihr die ganze Zeit. Und jetzt? Na, wir regen uns gar nicht drüber auf. Wir ab, bevor die Dinger uns einholen. Markus, bitte komm, hier ist Dizzy. Was zum... Ist der entkommen? Dizzy, wir hören. Wir sind mit dem Treibstoff auf dem Rückweg. Wartet lieber! Königin Myra ist gerade mit ihrem Kriegskäfer aufgetaucht. Wir werden angegriffen. Oh, Scheiße. Oh, die Königin liegt wieder los. Und geh aufs Dach. Die Schlampe verfolgt uns tatsächlich. Hey, die Königin haut ab. Dann gehen wir hin und retten Dizzy. Ah, ob das so gut ist mit dem komischen Vieh, was so ziemlich alles in Brand setzt. Und dann mit diesem Benzinkanister hier auf unserer Karre. Ja, das war sowas von klar. Er hat schon Schlimmeres überlebt. Wie Scorch. Aber wenn ihm was passiert, ne, kann man es nicht an Deckung. Hey Marc, es ist ganz schön weit, dass ich nach unten und dieses Stück Schrott halten. Ja, die gaskranken Tanks. Vorsicht! Ja, wohin willst du denn? Wohin willst du? Oh. Die zielen schon so. Kant, rechte Seite. Ja. Oh. Linke Seite. Ha, du an Deckung gehen ja unten. Haltet sie auf, bis wir Griffins Turm erreichen können. Ha. Bringt nicht wirklich den gewünschten Erfolg. War das gerade ein kurzer Ruckler oder ist ja einfach nur irgendwas geschehen, was so nicht hätte geschehen sollen? Jetzt geht er drauf da, wollte schon sagen, ja. Ja, treffen wir gelernt sein, mein Freund. Und schon kommen wir hier im Peter Pans vergessene Baumwelt. Alles ein bisschen luftig hier oben. Die Bäume sind auch schon längst alle tot. Aber vielleicht finden wir ja irgend so einen kleinen Elf namens Tinkerbell oder so. Obwohl ich habe gerade keine Ahnung, wie das. Ach nee. Gestrandete sind da bloß. Na, seid ihr Leuchtviecher oder seid ihr Lokust? Na, du bist ein Lokust. Emulgierte Lokus nimmt man wohl die anderen. Ach Mensch, jetzt bleibt doch mal hier. Oh. So. Gott, da sah, da war noch eine Granate. Yeah. Bereit zum Schuss. Hast du fein gemacht. Hier am Warten, du verdammtes Mistding, oder? Kommst du mir nicht? Ja, ich renne jetzt hier auch durch die Feuerwurzel. Geht doch. Können wir uns ein bisschen mit Munition vollpacken. 168 Schuss, schadet nie. Die sind da eh noch ein paar Sekunden wieder leer. Na. Ja. Ah ja, da Mist wieder. Da haben die Menschen einen aus dem Maul gegeben. Was, Cole? Wo müssen wir denn hin? Da.
Ja, da kriegst du ekelhafter Lokus. Na nö. Ist damit mit ihrer Lancer ein bisschen lang gegrindet, oder was? Nehmt die Leiter! Na los, wir müssen zu Dizzy! Ja, los, schnell! Dizzy wird nicht ewig Zeit haben. Ja, dramatische Musik. Wir sind jetzt am äußersten Ende des Dachs. Wir sind auf dem Dach, Dizzy. Wir kommen. Oh, ich hasse diese Fliegeviecher. Nimm das. Na los, wo bist du? Oh, Mann. Runter davon. Ja. So. Soll da keiner sagen, ich benutze gar keine Pistole hier. Mach komm. Fetch. Oh. Ja. So wie es sich gehört. Aber hier wird es mir langsam zu heiß. Viel zu heiß. Oh. The brain is a membrane. Na 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 na. Brain moves. Brain abuse. Ja, das ist das viel umworbene Brain 2.0, wovon so viel im Internet geredet wird. Hihi. Leckere Angel. Ach mein Gott, wie viel ist denn hier los? Komm, machen wir jetzt kurz Prozess hier mit euch. Lasst die zufrieden. Lasst die zufrieden. Lasst die zufrieden. Oh, Dizzy, Dizzy. Oh. Verdammt. Ah, ich wusste, du wirst es packen, Marcus. Okay, Griffin, wir haben deinen verdammten Treibstoff. Wir sind fertig. Fertig? Scheiße, sie sind tot. Meine Leute sind alle tot. Wir haben Hammerschläge überlebt, die Maden, den ganzen verdammten Krieg. Dann taucht ihr auf und ich verliere alle. Ihr scheiß K.O.R.-Bastarde. Wo ihr auch hingeht, was ihr auch anfasst. Ihr hinterlasst Tod, Schmerz und Elend. Ihr verdammten, elenden Scheißkerle. Ich hab grad meinen Bruder verloren. Ja? Kapierst du das? Meinen Bruder. Du und dein Turm und diese Scheißemulsion, fahrt zur Hölle! Wir klären das ein anderes Mal, Phoenix. Verlass dich drauf, Arschloch! Haben wir einen Vorwurf, die Benzinkanister da runtergenommen? Jetzt rede ich! Wir haben eigentlich wieder Benzin in unserer Karre. Marcus Phoenix ist genauso starrköpfig wie sein Vater und genauso vorhersehbar. Ja, was hast du denn gedacht? Er wird unsere gesamte Rasse sterben. Sorgt dafür, dass seine rührende kleine Mission hier endet. Bah, seid ihr hässlich. Ihr seid so hässlich. Na, normale Drohnen. Du einfach du rüber hier. Ein U-Boot-Hangar. Nicht zufällig da hinten, wo das schöne kleine Sternchen zeigt. Schottendicht. Kapitel 4 in Akt 4. Ah. Ah, wo sind denn jetzt hier die blöden Membranes? Brain 2.0. Oh je, yeah. Ein Schuss. Oh. Ah, und da oben ist auch noch was los. Na? Boom, alles von der Nase.